Ich bin Joe, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Visage in der Vollversion. Wir haben Visage uns schon vor, ich glaube, ungefähr vor 2 Jahren angeschaut und dann nochmal vor einem Jahr, als es in der Early Access war, Chapter 1 und Chapter 2. Mittlerweile gibt es, ich glaube, 6 Chapters, ich bin mir nicht sicher. Hat allerdings den Nachteil, dass wir nochmal von vorne anfangen müssen, jetzt mit dem Erscheinen der Vollversion. Aber es soll sich auch viel geändert haben in dem Spiel, weswegen es sich dann auch wieder lohnt, es nochmal von vorne zu spielen. Und ich habe dazu sogar eine Umfrage im Community-Tab gemacht. Falls ihr nicht kennt, das ist dieser Tab auf dem Kanal. Da steht Community und da poste ich manchmal was. Kann ich Text posten oder Bilder oder Umfragen? Und das mache ich auch recht häufig. Also schaut da öfter mal rein, wenn ihr so ein bisschen mitbestimmen wollt hier auf dem Kanal. Ja, Visage, was soll ich dazu sagen? Ein Spiel, das... es ist ja damals PT rausgekommen. 2014, ich habe es übrigens nie gespielt, das Original PT, aber es hat ja, das war so das letzte Spiel, was so Game Changer war im Horrorbereich. Und als das dann gecancelt wurde, beziehungsweise PT war ja eigentlich Silent Hill, der neue Silent Hill Teil, damals als PT Playable Teaser rausgekommen für die PlayStation, mittlerweile gibt es das überhaupt nicht mehr, so offiziell und so. Jedenfalls sind dann viele Spiele rausgekommen, die halt diesen PT-Style versucht haben nachzuempfinden. Und Visage war ein ganz großer Kandidat. Ich weiß noch, als ich diesen Kanal gestartet habe, da sind diese PT-Klone quasi aus dem Boden rausgeschossen. Und Visage war eins davon. Und jetzt endlich, ja, fast über 5 Jahre nach der Kanalgründung, können wir nun eine Vollversion eines PT-ähnlichen Spiels, das auch wirklich den diese Produktionsqualität hat, spielen. Und ich freue mich ganz besonders und wir sagen mal, neues Spiel. Visage ist ein anspruchsvolles Spiel. Geduld, intensive Nachforschung und eine sinnvolle Verwaltung der Ressourcen bringen dich weiter. Viel Glück. Ja, und ihr seht, so ein bisschen Silent Hill ist auch drin. Doch jetzt kommt das Intro. Zed Square Studio präsentiert. Visage.
Damit einen wunderschönen guten Morgen. Visage, was für ein Arsch. Und wir finden uns hier wieder. Halten, greifen, bewegen, Tab halten, Inventar öffnen. Okay, dynamische Gegenstände, wichtige Gegenstände. Hier hat sich nicht viel geändert. Es kommt mir doch sehr bekannt vor. Und wir schauen jetzt erstmal da oben. Ah ja. Hier können Kerzen aufgestellt werden. Sehr schön. Okay. Das ist unser kleiner Progressraum. Hier steht es auch nochmal. In diesem Zimmer werden die Gegenstände aufbewahrt, die deinen Fortschritt im Spiel aufzeigen. Diese Gegenstände werden auf unterschiedliche Art und Weise gesammelt. Darunter auch am Ende eines Kapitels. Sobald du sie eingesammelt hast, werden sie automatisch im Fortschrittsraum angezeigt. Zum Fortfahren eine beliebige Taste drücken. Ja, falls ihr die Early Access schon gesehen habt, die Videos damals, dann wisst ihr sicherlich schon einiges. Oh, wir können jetzt Schubladen schnell auf und zu machen. Hier können Kerzen aufgestellt werden. Licht geht nicht. Ich werde allerdings versuchen, es so zu spielen, als ob ich es nicht kenne. Da sich allerdings auch Rätsel in diesem Spiel befinden, werde ich sicherlich zumindest in Kapitel 1 und 2 die Rätsel ziemlich schnell lösen. Da ist nichts drauf. Hier haben wir drei Stück. Eigentlich gibt es... Ich dachte mal, es gibt drei Kapitel, aber ich habe jetzt gelesen, es soll 6 Kapitel geben. Ja, mal gucken. Wir machen hier alles nach und nach. Nicht wahr, Ma? Donna? Was ist die da denn? Sedes? Sapiene. Was heißt das? So, im Schrank verstecken müssen wir uns, glaube ich, nicht. Ich glaube nicht. Licht geht nicht. Mehr als diesen Vorgangsraum können wir erstmal nicht betrachten. Und dann sehen wir uns mal das Haus an, ob sich hier irgendwas geändert hat. Ah, Kerzen. Kerzen sind stationäre Leuchten, die mit einem Feuerzeug angezündet werden können. Wenn du dich mit einer Kerze in der Hand bewegst, erlischt sie. Sie leuchten lange und dienen als Lichtquelle, die den Verstand deines Charakters bei Sinnen hält. F halten, fallen lassen, E untersuchen. Achso, wir können ihn nur rumtragen, ne? Links fallen lassen, rechts fallen lassen. Ah ja. Ah, wir können ihn nur mitnehmen. Wir können ihn nicht in unser Inventar packen. Ja, stellen wir sie mal hier drauf. Perfekt. Telefon! Hallo? Hello, Dwayne. It's Rose, your neighbor. Hallo, Rose. I know it's late, and I know that I tend to be a little anxious about small things. I apologize for that, but I'm getting a bit worried. I haven't seen you out of the house in about 3 weeks. Is everything all right? Could you call me just to let me know everything's fine? All right. Bye-bye. Das war dann wohl der Anrufbeantworter. Telefon auflegen. So, und wie ihr seht... Oh, Licht lassen wir besser an. Wie ihr seht, spielt das in den 80ern, so ungefähr. Und draußen regnet's. Oh ja. Sehr schön. Können wir hier nicht aufmachen? Halten, greifen. Ah ja. Ich glaube, was Interessantes gab es hier nicht, aber man konnte hier zumindest in der Early Access... Ja doch, guck. Man kann doch ziemlich viel rausnehmen. Aber ich glaube, wir können gar nicht werfen. Können wir werfen? Links fallen lassen, rechts fallen lassen. Hm, perfekt. Links halten, weiter drehen. Ah ja, so können wir drehen. So können wir die Objekte untersuchen. Was haben wir noch Schönes? Ich weiß es nicht mehr. Okay, Steuerung war noch nie so wirklich gut. Auch das Inventar, ich fand es immer sehr verwirrend. Guck mal, hier sogar die Fingerabdrücke auf der Glasscheibe. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber ich werde mich bestimmt wieder dran gewöhnen. Ich habe mich auch in der Early Access dran gewöhnt. Deswegen werden wir das schon irgendwie hinkriegen. So, hier sind Briefe.
ist nichts drin. Das können wir uns angucken. Auch das können wir uns angucken. Ich beim Camping. Sogar ein Fingerabdruck auf dem Bilderrahmen. Sehr cool. Das klemmt. Hier ist ein Riss in der Wand. Verschlossen. Du brauchst den Schlüssel mit einem kleinen Spiegel. Déjà. Da können wir wieder eine Kerze anpacken. Okay. Der Verstand deines Charakters beeinflusst dein Spiel entscheidend. Unter anderem wird der Verstand deines Charakters deutlich verwirrter, wenn du zu lange Zeit in der Dunkelheit herumstehst. Der Zustand des Verstandes deines Charakters wird unten links auf dem Bildschirm auf dem Gehirnsymbol angezeigt. Je deutlicher das Gehirn zu sehen ist, desto verwirrter ist dein Charakter. Und es könnte gefährlich werden. Das Symbol einer roten Wolke wird angezeigt, wenn du dich in einer Stresssituation befindest, die den Verstand deines Charakters beeinflusst. So, ich habe jetzt die Cam wieder oben links. Momentan kein Greenscreen mehr. Und hier haben wir Licht. Es sieht auf jeden Fall ein bisschen schöner aus. Ich nehme auch in 4K auf. Mal gucken, ob das alles klappt. Ah ja. Halten, Inventar öffnen. Es gibt zwei Arten von Gegenständen. Wichtige Gegenstände und dynamische Gegenstände. Dynamische Gegenstände werden, wenn möglich, in deinem dynamischen Inventar gelagert. Sie sind in der Regel verwendbar. Wichtige Gegenstände sind absolut wichtig für deinen Fortschritt und werden im Inventar wichtiger Gegenstände gelagert. Zum Fortfahren Taste drücken. Okay. Aufheben. Du hast eine Notiz gefunden. Nicht weiter untersuchen. Lesen. Du suchst den Garagenschlüssel? Nun, der ist vermutlich wieder in der Tasche deiner Jeans, die du in die Wäsche geschmissen hast. Wie immer. Du kannst mir später danken, Schatz. Okay, ich glaube, normalerweise sollte die Note hier angezeigt werden. Ist irgendwie nicht so der Fall. Weiter untersuchen? Ah ja, haben sie aufgenommen. Verschlossen, du brauchst den Garagenschlüssel. Wer hat hier seine Schuhe hingeschmissen? Ah ja. Sich über meine Jeans beschweren, aber dann seine Schuhe einfach so hier im Eingang liegen lassen, ne? Das ist mir wieder das Richtige. Kriegen wir hier auch noch ein bisschen Licht? Kriegen wir hier noch ein bisschen Licht? Oh. Paranormale Ereignisse. Während des Spiels treten immer wieder paranormale Ereignisse auf. Du solltest lernen, sie zu erkennen, da sie deinen Fortschritt behindern und deinen Verstand deutlich verwirren. Die Anzahl der paranormalen Ereignisse hängt direkt von dem Zustand deines Verstandes ab. Great. Hier brauche ich den Schlüssel mit Today the weather is going to be absolutely celestial. The temperature won't drop below 77 degrees and it's going to be one hell of a sunny day. Get your sunscreen towels out and take your whole family to the beach. Take a day off and show your loved one how much you care about them on this wonderful vacation. On another note, today we got a special guest with us and we're going to have a lot of fun with him. His name is Dwayne Anderson. And his whole family. Sind wir nicht Dwayne Anderson? Ich meine schon. Habe ich das nicht irgendwo gelesen? Und das ist unsere Familie. Unsere Frau und unsere zwei Kinder. Mit einem Clown. Whatever. So, Glühbirnen können verwendet werden, um kaputte Leuchten oder Lampen zu reparieren. Interagieren. Ich glaube, die können wir auch... Ach ne, es sind dynamische. Können wir die hier reinlegen? Ah ja. Und dann können wir sie raus. Dynamische können wir hier reinlegen. So war das. Ich erinnere mich. So, was haben wir hier? Wenn du diesen Gegenstand aufnimmst, beginnt ein neues Kapitel. Du kannst kein anderes Kapitel beginnen, bis du dieses abgeschlossen hast. Gegenstand aufnehmen. Ah, wir gucken uns erstmal um. Sofern wir das können. Das klemmt. Die Nachbarschaft, wie immer schön. Schön wie eh und je. Okay, Schrank kriegen wir auf. Aber ist nichts drin. Das ist dieser PT-Moment, ne? Dieser PT-Moment. So, hier sind noch Schubladen.
Du brauchst den Kellerschlüssel. So, ich vermute mal, es geht gleich auch in den Keller. Und ich guck mal, ob wir hier die Glühbirne austauschen können. Zack. Sehr schön. So, haben wir das auch mal gemacht? Mal gucken, was es so im Badezimmer gibt. Lernen wir das Haus erstmal ein bisschen kennen. Panda-Bär. Git. Kann der nicht das Klo mal zumachen? So, Pillen, Rasierklingen, zerbrochene Spiegel. Die können wir sogar aufmachen. Ist hier was Interessantes drin? Head clear. Okay. Ich stehe im Weg. Kann ich zumachen. So, das sind tolle Pillen. Tabletten unterstützen deinen Verstand. Sie sind absolut überlebenswichtig. Wenn dein Verstand immer verwirrter wird, dann sind sie der einzige gangbare Weg, um ihn wieder gerade zu rücken. So, auch die packen wir mal weg. Klopapier, guck mal. Hier gibt es noch reichlich davon. Und hier ist ein Kinderzimmer, wie es scheint. Ich höre was quietschen. Schauen wir uns erstmal ein bisschen um, ob sich hier irgendwas verändert hat. Aber ich glaube, hier ist noch alles relativ normal. Ein toller Wandschrank. Sehr liebevoll detailliert alles. Sehr, sehr toll. So, hier sind wir im Flur. Da vorne links sind wir gerade reingegangen. Hier haben wir eine tolle Tiffany-Lampe. Hier ist alles friedlich. Noch. Die alte Uhr. Wir haben 3:30 nachts. Natürlich. Und von hier können wir runter ins Wohnzimmer blicken, das wir gerade nicht betreten konnten. Warum auch immer. So, und ich weiß, irgendwie müsste man noch ins Arbeitszimmer hier kommen. Aber frag mich mal was. Frag mich mal was. Vielleicht hier rechts? Nee, da kommt man ins Schlafzimmer, meine ich. Das dunkle, dunkle Schlafzimmer. Jetzt gar nicht mehr so dunkel. Guck mal, mit der Oma. Ja. Hier haben wir noch Pillen. Die legen wir auch mal zur Seite. Kerze können wir irgendwo platzieren. Ich lasse sie erstmal da stehen. Wir machen uns ein bisschen Licht. Oh, wir haben kein Spiegelbild. Eine Handtasche. Bewegen, vergrößern, nicht weiter untersuchen. Hm. Öffnen können wir sie, glaube ich, nicht. Was ist in diesem Haus passiert? Überall stehen Pillen rum. Jetzt haben wir aber wirklich genug davon. Wir müssten mal hier ein Feuerzeug bekommen. Feuerzeuge werden als kleine Lichtquelle verwendet, um das Haus zu durchsuchen. Sie halten nur eine begrenzte Zeit. Sie verhindern nicht, dass sich Spannung aufbaut. Wenn du mit dem Feuerzeug im Dunkeln stehst, wirkt sich das negativ auf deinen Verstand aus. Du kannst aber auch Kerzen anzünden. Sehr schön. Alles klar. Auch erstmal weg damit. So, ich glaube, wir können 1, 2, 3, 4, 5 dynamische Gegenstände und dann jeweils in eine Hand. Hier ist wirklich sowas von dunkel drin. Oh, okay. Das ist creepy. Aber die Beleuchtung ist schön. Wenn du diesen Gegenstand aufnimmst, beginnt ein neues Kapitel. Du kannst kein anderes Kapitel beginnen, bis du dieses abgeschlossen hast. Okay, nehmen wir den Schlüssel oder nehmen wir den Panda-Bären? Ich glaube, wir fangen beim Schlüssel an. Sofern wir jetzt nicht noch irgendwas vergessen haben. Können wir auch irgendwie reinzoomen? Na. Also, in dieses Zimmer kommen wir nicht. Da müssen wir den Panda-Bären nehmen.
mal, ob wir sonst noch irgendwie was Schönes haben. Hier müsste man auch mal wieder drüber streichen und die Löcher flicken. Genau, da ist der Panda-Bär. Hier könnte man eine Kerze hinsetzen. Dann wird es auch ein bisschen heller. Ich probiere das mal aus. Das sollte eigentlich funktionieren. Zack. Hier kommt der Kerzenmann mit der Kerze an. So, zack. Und wenn wir uns jetzt das Feuerzeug nehmen, können wir das eigentlich auch in die rechte Hand nehmen. Ja, guck mal. Hä, wie zünden wir an? Links aufheben, rechts halten. Ah ja. Sehr gut. Und wieder weg damit. Jetzt haben wir es, glaube ich. Viel besser. Ist ja fast wie in The Nightfall hier. Ah ja, ich würde sagen, das ist das Arbeitszimmer. Das habe ich schon gesucht. Haben wir hier ein Licht? Sehr gut. Okay. Was haben wir hier Schönes? Noch mehr Bierdosen. Zack. Okay, ich muss mich wirklich an die Steuerung... Sie haben die Steuerung leicht überarbeitet. Ah ja. Schlüssel mit Blitzsymbol. Okay, ist vielleicht noch wichtig. Könnte für den Keller sein. Stromraum, Stromkasten oder sowas in der Art. Tippe ich mal drauf. Warum braucht man denn hier so ein Geländer hin? Das ist komisch. Verschlossen. Es gibt keinen Hinweis darauf, welcher Schlüssel hier passt. Ich habe da so eine Vermutung. So, wir sind aber hier im Dunkeln. Müssen aufpassen. Müssen wir wieder zumachen. Konnten wir da eigentlich was lesen? Nee. Die Welt, wie wir sie kennen. Kennen. Verstehst du? Okay, hier steht was. Können wir es lesen? Health Director retired from business after 45 years. Gesundheitsdirektor wurde entlassen nach 45 Jahren. New deputy named after elections. Okay. Ich denke, wir waren jetzt überall. Nee, hier sind noch Schubladen. Keine Ahnung, ob wir die schon durchgeguckt haben. Aber wir nehmen jetzt meinen Schlüssel unten. Und starten damit ein neues Kapitel. Vermutlich. Also normalerweise konnte man auch hier rein. Deswegen nehmen wir jetzt das. Okay. Schlüssel mit einem kleinen Spiegel. Okay. Dolores-Kapitel. Ein seltsamer Traum. Oh, hier liegt wieder eine Glühbirne. Sehr schön. Dolores, Dolores. Das müsste dann für die Tür sein, oder? Kleiner Spiegel. Dolores war das zweite Kapitel, ursprünglich. Du brauchst den Schlüssel mit einem kleinen Spiegel. Ja, den habe ich doch hier. Hallo. Oh, war schon Licht an. Wie erfreulich. Hier kann man Kerzen hinstellen. Das klemmt. Haben wir hier noch den Schlüssel mit dem kleinen Spiegel? Und dann ist der weg. Okay, Gegenstände verschwinden, wenn man sie nicht mehr benutzen kann. Interagieren. Okay, der Spiegel hat was angezeigt. Ich erinnere mich. Ist jetzt aber nicht mehr da. Da können wir eine Kerze anzünden.
Oh, da ist mir zu dunkel. Da gehe ich jetzt nicht rein. Nee, nee, nee. Erstmal wieder wegstecken hier. Ich meine, wir müssen jetzt diesen Spiegel finden. Es ist auf jeden Fall besser gemacht. Man weiß eher, was man tun soll. Ich weiß, ich war da ziemlich in der Early Access. Ruhe hier jetzt. Ich war in der Early Access ziemlich Gott, ist das gruselig. Ich war auf jeden Fall ziemlich ja, ich wusste nicht, was ich tun soll und so. Küche kommen wir noch nicht rein. Ich will mich erst ein bisschen umsehen, bevor wir hier den Spiegel triggern. Wir sind auf jeden Fall sehr ordentliche Leute. Sehr ordentlich. Hier ist alles an seinem Platz. Erstaunlich, wir kommen jetzt gar nicht in die Waschküche rein. Oh. Kellerschlüssel gefunden. Sehr schön. Hallo, ist da was drin? War erstmal hier. Oh, kann ich nicht. Okay. Okay. Jetzt steht er da oben. Das ist neu. Ich komme hier an die Dosen ran. Oh, cool, cool. Also, ja, es hat sich definitiv was verändert. Es hat sich definitiv was verändert. Nicht nur der Trauzeuger. Oder meine Frau. Ich frage mich, ob da auch irgendwie Schlüssel hinter sein können oder so. Ich glaube nicht. Oh, guck mal, eine fleischfressende Pflanze. Und diese kleinen. Ich weiß nicht, was das ist. Also es hat sich definitiv was geändert hier. Wir werden mehr geleitet so. Ach! Ja. Dose. Ich folge erstmal dem Spiegel, würde ich sagen. Jetzt Panda-Bär auch weg hier. Kommen wir denn jetzt in die Zimmer rein trotzdem? Das kommen wir. Warum müssen Kinderzimmer immer so gruselig sein? Oh, bleib mal an. Ah. Das müsste der Wandschrank sein. Okay. Sarah and Dad. Sarah hat Dad wirklich lieb. Maya. Ich dachte, da steht ein Macker drauf. John und me. Wer ist denn John? Dieses Haus knatscht mir definitiv zu viel. Und da, oh, das ist gar nicht gut da hinten. Gar nicht gut. Und ich muss da hin. Das weiß ich. Genau, hier gucken. Mein Geist etwas beruhigen. Bevor ein anderer Geist mich hier fertig macht. Noch schnell Haare füllen, hä? Ach komm, warum nicht? Interagieren. Der Spiegel scheint ein anderes Zimmer im Haus zu zeigen.
Okay. Du hörst Schritte auf dem Dachboden. Der Griff ist außer Reichweite. Wo gab's denn nochmal diesen Griff? Wo gab es diesen Griff? Ich glaube, das Radio ist wieder angegangen. Jeder Mensch würde diesen Griff einfach irgendwo in der Nähe abstellen. Da. Yeah. Wo ist der Lichtschalter? Dankeschön. Aber nein. Nicht hier, in diesem Horror-Game. Da stellen wir den Griff schön, schön weit weg. Und ich weiß auch nicht mehr, wo der war. Okay, wir haben ja noch einen Stromschlüssel und einen Kellerschlüssel. Deswegen denke ich... Lass das! Deswegen denke ich mal, sollen wir in den Keller gehen. Aber ich gucke nochmal zur Sicherheit hier. Sollte auch im Kinderzimmer sein. Gehen wir mal runter gucken. Gehen wir mal. Oh, Günzka! Okay. Yo, Bro. Alles cool bei dir? Nicht dein Ernst. Hier geht ein Scheiß. Mal Tür auf. Fällt was Licht rein. Oder nicht? Es ist zu dunkel. Yo! Okay. Okay. Ein Glück habe ich da schon mal die Funzel angemacht. Er will, dass wir da lang gehen. Vermeide es, zu lange im Dunkeln zu stehen. Gab's den vielleicht hier irgendwo? Oh. Oh, ich erinnere mich. So, gefunden. Haken mit langem Griff. Nehmen wir mit. Haben wir jetzt in unserem wichtige Gegenstände-Inventar. Gespeichert. Oh Gott. Es ist, warum ist das so fucking... Oh, dunkel hier. Ah, sehr gut. Mehr Licht. So, die Frage ist, gehen wir jetzt auf den Dachboden oder gehen wir in den Keller? Weil wir haben jetzt den Kellerschlüssel. Was noch fehlt, ist definitiv der Garagenschlüssel. Okay. Aber hier scheint alles irgendwie, ist alles anders. Ist alles anders. Wir gehen auf den Dachboden. Oh, das Schlimme ist, ich weiß nicht, ob ihr auch mit Kopfhörern guckt, aber man hört hier wirklich überall Geräusche. Das haben die definitiv nochmal verschlimmert. So, zack. Kannst du hier nicht verwenden. Hier. Ah ja, oh. Sollen wir hier auf den Kopf fallen?
Also, so wie die gequietscht hat, sollten wir die unbedingt mal ölen. Das klang ja fast wie ein Schrei oder ein Stöhnen. Okay. Wo ist der Lichtschalter? Haben wir Licht hier oben? Welcher normale Mensch hat denn kein Licht hier oben? Können wir da hoch? Smiley? Das ist die Szene aus dem Spiegel. Wir können hier eine Kerze aufstellen, dazu brauchen wir aber erstmal eine. Ich will natürlich Feuerzeug sparen, ich habe keine Ahnung, wie lange das hält, aber ich will jetzt auch nicht zu sehr im Dunkeln rumtappen hier. Hier können wir eine, oder können wir die anzünden? Auf dem Behälter steht Sonne und Tee. Es ist verschlossen. Schaukelstuhl. In der Vergangenheit, scheinbar. Aber was stimmt mit diesem Gesicht nicht? Oh. Okay. Können Sie mal da durchgucken? Drei Bilder. Oh, ich glaube, das ist wichtig für ein Rätsel. Wichtig für ein Rätsel. Steht da noch was bei? Alles klar, alles klar. Gibt es hier sonst noch was, was wir... Das ist einfach nur ein Raum, hä? Huh? Eine Tür. Wir können aus verschiedenen Winkeln uns das angucken. Was haben wir hier? Vergrößern, verkleinern, drehen. Lagerbarer wichtiger Gegenstand. Wichtige Gegenstände, die mehrfach verwendet werden können, kannst du in der Welt lagern. Achte auf deine Umgebung, um diese Lagermöglichkeiten zu finden. Zum Beispiel ein Tape. Audiokassette. Aber ich glaube, damit kannst du Audiokassetten abspielen. Und hier können wir sie lagern. So funktioniert das. Aber ich gucke erstmal mit diesem Spiegel an. Was ist das? Ein Puzzleteil? Eine Blume. Auf dem Kästchen ist ein musikalisches Symbol. Es ist verschlossen. Musikschlüssel. Sieht aus, als würde etwas fehlen. Ich erinnere mich. Es scheinen Teile zu fehlen. Wir haben einen alten Pantoffel gefunden. Juhu. Was soll ich nur mit diesem Fund machen? Es gibt keinen Hinweis darauf, welcher Schlüssel hier passt. Hm. Also, spielen wir mal die Kassette ab. Dolores' symptoms are aggravating. Doctors tell me it's become very hard to pinpoint the exact disorder. They tell me she's got symptoms of schizophrenia, bipolar disorder, psychosis, dementia, and more. I don't know what to do anymore. It feels like the treatments are only making things worse. Today she told me she often hears her own voice whispering a sequence of five numbers through the baby monitor. She said it's the key to her inner house. What does that even mean?
am I supposed to do? Hier kannst du Audiokassetten lagern, okay. Lagern wir sie da mal. Zack. Das sind anscheinend diese 5 Zahlen, die wir immer hören. Was haben wir denn hier? 5 erkenne ich, 3 erkenne ich, 8 erkenne ich. Na, ist schwierig, ne? Sie hat alles vollgekritzelt damit. Alles vollgekritzelt. Okay. Das haben wir da jetzt hingelegt. Ach, oh. Jetzt sind die Sachen weg. Okay. Omi hat sich angezogen. Wir dürfen raus. Wir dürfen raus. Okay. Was ist denn das? Gar nicht wissen, ey. Ich gehe wieder zurück. Kann ich eigentlich um Ecken gucken? Vorsichtig. Hallo, ich habe Ihnen die Sachen rausgelegt, Frau Schmitz. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Funktioniert nicht. Es wird immer dunkler. Ha? Okay. 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 Spiel wird gespeichert. Wir sind wieder zurück im Haus. Wir sind wieder zurück im Haus. Ah, wir haben das Ticken der Uhr gehört. Okay. Jo. Okay. Gut. Da wir jetzt einen Speicherpunkt haben, würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part genau hier weiter, wenn... Was ist das? Wenn ihr euch auch freut auf den nächsten Part, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und würde mich freuen, wenn ihr das Projekt weiterschaut. Ja. Und ich werde es weiterspielen. Ding Dong. Da werde ich schon rot. So. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.